Hallo Leute! Zwischen der letzten und dieser Folge habe ich mal ein paar Pokémon trainiert. Alle bis Level 20. Pikachu hat nach dem beim 20. Level Slam erlernt. Karl ist jetzt ein Bisasknosp und kennt Rankenhieb. Mit Spätti ist nicht sonderlich viel passiert, außer dass ich die Attacken ein bisschen umgestellt habe. Dann Gluglu ist ein Glutexo und hat Silberblick erlernt. Und mit Igel ist auch nicht sonderlich viel passiert, außer ein Level hoch. Das war's. Ja, alle auf Level 20 und heute geht's in die zweite Arena. Gegen Misty, die Wasser-Pokémon-Arena-Leiterin. Wir werden zuerst mal alle Vortrainer besiegen. Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Schwimmer möchte kämpfen. Schwimmer setzt CP ein. Ja, wir haben Pikachu nach vorne getan. Der soll mal den Anfang machen. Und dann haben wir immer noch Bisasknosp. Die zwei sind gegen Wasser-Pokémon effektiv. Und das sollte mit den beiden eigentlich gehen dann. Mushas. Sehr effektiv. Tackle. Nochmal Donnerschock. Volltreffer. Hätte jetzt auch nicht mehr gebracht. Das darf nicht wahr sein. Ist hier links eigentlich auch einer? Nee. Und da ist die zweite. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Pfadfinderin. Mit einem Goldini. Süß. Donnerschock. Ui, Rutenschlag, schlug fehl, Donnerschock. Und Pfadfinderin ist besiegt. Ich bin überwältigt. Okay, vor Misty werde ich jetzt nicht nochmal ins Pokémon Center gehen, das sollte auch so klappen. Hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist offensiver Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Oder auch nicht. Bist du bereit, Süßer? Nicht, wenn du mich Süßer nennst. Misty möchte kämpfen. Sterndu. Donnerschock. Ah, das ist ja wunderbar. Nochmal Donnerschock. Sehr effektiv. Wunderbar. 21. Starmie. Wir lassen Pikachu erstmal drin. Das sind, ja, das gleiche Level. Tackle. Donnerschock. Okay. Ach komm, wir lassen Pikachu elendig verrotten. Na, da ist es schon passiert. Okay. Karl. Wir haben ja noch ein paar Pokémon, das wird schon klappen. Rankenhieb. Das zieht sogar mehr ab als der Donnerschock von Pikachu. Härtner. Jetzt nicht mehr. Aber es klappt auch trotzdem. Sammy wurde besiegt. Karl erhält 900 EP. Karl erreicht Level 21. Gut gemacht, Karl. Percy besiegt Misty. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden.
als Zeichen dieses Triumphes. Und wir gewinnen 2000 Dollar. Alter, hat die Geld. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. TM 11. Mit Außenseiter sind Pokémon gemeint, die durch den Tausch von anderen Leuten, die wir durch den Tausch von anderen Leuten erhalten haben. Und die gehorchen einem nur bis Level 30, wenn man erst den zweiten Orden hat. Ansonsten gehorchen einem eigentlich alle Pokémon, die man trainiert hat von klein auf. Und meistens auch die, die man selbst gefangen hat. Und da ist unser Pikachu wieder. Und er ist immer noch freundlich. Ja, ist immer noch freundlich. Gut. Damit haben wir ein Pikachu und ein Karl auf Level 21, den zweiten Orden. Dann kann es ja weitergehen. Wir müssen jetzt Richtung Süden. Ach, ich wollte euch ja mal die Karte zeigen. Die haben wir in diesem Let's Play noch gar nicht gesehen. Müsste eigentlich im Pokécenter oder auch nicht. Ja, in der neueren Edition hängt im Pokécenter immer eine Karte. Hier aber nicht. Sie hat eine Karte, aber da steht sie davor. Okay, dann sehen wir keine Karte. Dann gehen wir mal Richtung Süden. Und zuerst mal Richtung Norden, damit wir überhaupt Richtung Süden kommen. Kennt man ja aus dem realen Leben. Nicht wahr? Da 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 da. Ja, dann werden wir jetzt nach Orania City, glaube ich, heißt die Stadt. Genau, Orania City müsste sie heißen. Besitzt du ein Dragosso? Willst du es gegen mein Mashok tauschen? Nein, wir haben leider kein Dragosso. Aber wenn wir ein Dragosso haben, können wir es gegen Mashok tauschen und dann würde es sich zu Mashomai entwickeln. Wäre eigentlich ganz cool. Das haben die übrigens deswegen eingeführt, weil sich Pikachu nicht zu Raichu entwickeln lässt. Damit es ein Ausgleich ist, denn in Rot und Blau gibt es vier Pokémon, die sich nur durch Tausch entwickeln. Und ja, als Ausgleich dazu haben sie dann halt das Mädchen dahingestellt. Man findet hier draußen viele Käfer. Und Abras. Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Hornliu ein. Hornliu wird gebraten. Och nö, muss das sein? Das war jetzt ein Lag, dafür entschuldige ich mich. Ich denke mal, ich kann den rausschneiden. Na gut. Donnerschock. Fadenschuss. Donnerschock. Die landen dann übrigens bei Ich bin ein Star, holt mich heraus. Und werden da an irgendwelche Z-Promis verfüttert. Und das nächste Hornliu ist besiegt. Wir besiegen Käfersammler. Du bleibst zu scherzen, oder? Ja. Scherze sind immer gut. Wir werden Kluglu nach vorne tun. Dann trainieren wir sie immer alle gleichmäßig, immer ein Level hoch. Dann passt das schon. Nein, das mache ich nicht. Alles aus Liebe. Lass mich allein. Oh mein Gott, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar.
Ultrigaria. Dann war es sogar gut, dass wir Kluglo eingesetzt haben. Ich wusste gar nicht mehr, dass die ein Ultrigaria hat. Ja, das ist die Weiterentwicklung von Knofensa. Und ist hässlich. Giftpuder. Wurde vergiftet. Haben wir noch ein Gegengift? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe es doch. Und wir besiegen Pfadfinder. Das kann ja gar nicht sein. Doch kann es, siehst du doch. Nein, wir haben kein Gegengift mehr. Aber bis in die nächste Stadt ist es nicht mehr allzu weit. Ich trainiere für meinen Liebsten. Ich trainiere für meinen Liebsten. Stör mich nicht. Heute bin ich echt langsam im Lesen, komisch. Aber na gut. Tragosso. Mit dem Schädelkopf. Also ich denke mal, wir kommen noch mit dem Gift bis ins nächste Pokémon Center. Ist ja gar nicht mehr so weit. Und dann sollte das klappen. Knochenkeule. Das zieht viel. Sehr viel. Ja, so viel zum Thema. Wir kommen noch bis ins nächste Pokémon Center. Jetzt kommen wir noch nicht mal mehr ins letzte. Haben wir noch Tränke? Tränke, 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 Tränke. Ja, so vorbereitet startet man. Keine Tränke. Okay, da muss jetzt unser Kluglu verrecken. Wir tun mal Igel nach vorne. Mit Igel habe ich auch schon länger nicht mehr gekämpft. 1, 2. Beim nächsten Mal fällt Glutexo um. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Keine Ahnung, sagst du es mir. Ein Käfersammler. Mit einem Smetbo. Ja, wir haben auch einen Smetbo Level 20. Das passt ja eigentlich ganz gut. Aber wir setzen... Nicht schon wieder! Wir setzen Igel ein. Jetzt haben wir einen kurz vorm Verrecken, der vergiftet ist. Und einen weiteren, der nochmal vergiftet ist. Immer diese Käfer-Pokémon. Superschall ging daneben. Und dann sollte das... Nein, jetzt sind wir verwirrt. Verwirrt. Windstoß. Wunderbar. Dann sind wir jetzt nicht mehr verwirrt. Du bist ein zu guter Trainer. Und Kluglu wurde besiegt. Bidimbidim. Ja, und das andere ist jetzt Igel, der hier verwirrt ist. Nicht verwirrt, vergiftet. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Pfadfinderin möchte kämpfen. Und sie setzt Taubsi ein. Und wir setzen die Weiterentwicklung ein. Und wir setzen Windstoß ein. Und wir setzen uns. Gift schadet Igel. Windstoß. Volltreffer, Windstoß. Kein Volltreffer. 21. Wirbelwind. Wird Taubsi in den Kampf schicken. Nein, wir möchten kein und nicht das Pokémon wechseln. Wir möchten Windstoß einsetzen. Ruckzuckhieb. Windstoß. Stirb. Gift. Ruckzuckhieb. Und beim nächsten werden wir ein anderes Pokémon einsetzen. Sonst überlebt unser Igel das nicht. Ja, wir möchten ein anderes einsetzen. Und zwar nicht Pikachu. Sondern wir setzen Schmetti ein.
Wir setzen. Konfusion. Ruckzuckhieb. Jetzt Konfusion. Da hat das Taubsi eine höhere Initiative als wir. Konfusion. Taubsi ist verwirrt. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Armes Taubsi. Und tot. Besiegt Pfadfinderin. Das hat nicht ganz geklappt. Sehe ich. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Nee. Wir haben gar nicht gekämpft. Hobbytag. Nein, wir haben ja immer noch Igel vorne. Pokémon. Wir setzen Schmetti ein. Das ist jetzt auch der letzte Trainer. Danach erreichen wir die nächste Stadt. Und zwar Orania City. Ich verwechsel die immer mit Olivia City aus der nächsten Generation, weil das beides die Hafenstädte sind. Habitat wurde besiegt. Radikal. Gibt's übrigens auch einen Schnitt beim Friseur. Radikal. Also, wenn man zum Friseur geht und radikal bestellt, dann bekommt man eine Glatze. Ja, so ist das. Hyperzahn, damit ist Schmetti auch Vergangenheit. Schön. Nicht schön, aber schön. Flash. Donnerschock. Wird Zeit, dass das Ding mal Donnerblitz erlernt. Percy besiegt Pfadfinderin. Ich hätte es besser überhört. Zang, 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 zang. Und da sind wir auch schon. In einer orangenen Stadt. Und alles ist orange, sogar wir. Wir ziehen uns übrigens in jeder Stadt anders an. Immer je nach Farbe. Komm jederzeit wieder vorbei. Das werden wir wohl tun. Okay, hier ist ein Typ mit einer Angel. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Aber klar doch. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm dies hier und gehe angeln, mein junger Freund. Percy erhält eine Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Such in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Schön, dass man mit einer Angel nur Carpador Level 5 angeln kann. Ja. Und Carpador Level 5 ist so nützlich. Weil es Platscher kann und Platscher rein gar keine Auswirkungen hat. Hast du gesehen, die MS Anna ankert im Hafen? Naja, da werden wir auch noch hingehen. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Und was hat das mit Umweltbewusstsein gehört? Die wird uns nach dem dritten Orden Shigi geben. Hier ist ein Markt. Hier geht es zum Hafen. Geht es doch, oder? Nein, da unten geht es zum Hafen. Dann ist hier noch ein Haus. Taubsi, Taubsi. Taubsi, Taubsi. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Ja, dann mach das mal. Taubsi, Taubsi. Ich suche gerade jemanden. Den nicht. Wenn ein Pokémon eine VM-Technik erlernt hat, kann es sie nie wieder vergessen. Überlege dir gut, welchen Pokémon du eine VM beibringst. Das werden wir. Den suchen wir. Ja, spiel du nur mal mit Pipi. Was bist du für eine? Jurob. Ich liebe mein Jurob.
Es quiekt, wenn es sich in den Arm, wenn ich es in den Arm nehme. Ja. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Klar. Sehr schön. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist so süß, so schön, so klug, so bla 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 bla. Ups, wie die Zeit vergeht. Ja, ich weiß. Danke, dass du mir zugehört hast. Haben wir das? Nimm dieses Geschenk von mir. Radcoupon. Ja, damit können wir uns ein Fahrrad holen. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja, das werden wir. Und du gibst uns, glaube ich, auch noch was, soweit ich das Erinnerung habe. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Oder auch nicht. Komm, Pikachu, gehen wir. Pika, Pika! Oh, Herzi, Herzi. Lass uns hier rausgehen. Ich bin hier nicht... Pikachu! So, jetzt ist Pikachu verliebt in einen Pipi. Verrückt, aber wahr. Wir gehen jetzt nochmal unsere Pokémon... wir haben ja gar nicht... Nee, wir gehen sie nicht heilen. Wir machen jetzt eine Pokémon... Pause. Ja, eine Pokémon-Pause. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.